Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite her. Ja, wir haben vor drei Wochen haben wir das erste Mal über die Sterndeuter gesprochen, woher die gekommen sind. Die sind irgendwo aus Babylonien gekommen und haben den Weg dann zu Jesus gefunden. Da sieht man ja schon eine Linie bis zu Daniel zurück, wie Gott da vorausgeschaut hat, Dinge geplant hat. So unglaublich groß und vorausschauend ist unser Gott. Und heute wollen wir einfach einen Aspekt anschauen dieser Geschichte, die Geschichte der Sterndeuter. Und zwar wollen wir heute miteinander mal den Stern von Bethlehem miteinander anschauen. Das ist ja auch so eine spannende Geschichte, oder? Jeder von uns kennt diese Geschichte. Und in der Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium, dort lesen wir, dass eben ein heller Stern am Nachthimmel den Sterndeuter den Weg bis nach Bethlehem zu Jesus hin gezeigt hat. Und dieser Stern, der hat auch bei den Astronomen und Wissenschaftlern und alles bis heute irgendwo vieles ausgelöst. Man diskutiert darüber, ja, was war das für ein Stern? Also offensichtlich war da irgendetwas. Und da hat man verschiedene Theorien aufgestellt, was denn dieser Stern da war. Man hat in der Natur gesucht, was könnte dieser Stern gewesen sein. Und jahrhundertelang hat man gedacht, ja, das war vermutlich ein Komet, dieser Stern. Und er hat so den Himmel erhellt und die Weisen sind an diesem Kometen gefolgt. Nur ist in der Antike, sind Kometen in der Regel keine Heilsbringer, sondern Unheilsbringer. Also da hatten die Leute eigentlich Angst, die wären davon gelaufen und nicht hin zu dem Stern. Also es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass ein Komet irgendwo die Geburt von König Jesus angedeutet hatte. Dann gibt es eine zweite Theorie, die sagt, der Weihnachtsstern, das war eine Supernova. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört, eine Supernova ist, wenn ein Stern so am Ende seines Lebens, ein Stern ist ja eine Sonne, und wenn die am Ende erlischt und dann explodiert sie noch am Ende, gibt es einen großen Knall und ein großes Aufleuchten und man ging davon aus, das könnte ja so eine Supernova gewesen sein. Nur gibt es ja viele auch Überlieferungen, was dazumals passierte in dieser Zeit, aber man liest nirgends von einer Supernova. Also kein Astronom hat jemals erwähnt, dass um diese Zeit eine Supernova geschehen war. Also auch eher unwahrscheinlich. Und dann gibt es die dritte Theorie und die gemäß Forschern ist das auch die wahrscheinlichste Theorie. Die lautet, dass der Stern von Bethlehem, das war so eine spezielle Planetenkonstellation. Also eine besondere Begegnung von zwei Planeten. Konkret, sie sagen, damals stand Saturn und Jupiter so hintereinander, sodass sie gemeinsam wie ein heller Stern am Himmel leuchteten und so wirklich ein ganz heller Stern waren. Nur der Punkt ist, dass diese Konstellation, die passiert alle 20 Jahre. Also ist nicht ganz so speziell, oder würde man sagen. Das letzte Mal war das im Jahr 2020. Wer hat das gesehen? Niemand. Also wir sehen, das ist nicht so speziell. Das war dann auch Corona, oder? Vielleicht hat das dann unsere Blicke getrübt, oder? Aber nein, das ist nie wirklich nicht so eine spezielle Sache. Also man versucht irgendwo die biblischen Dinge so naturwissenschaftlich zu erklären und man kommt da irgendwo einfach auch an die Grenzen. Und dann beim Geo, also das Magazin Geo Online schreibt, der Stern von Bethlehem ist und bleibt ein Rätsel. Man weiß es einfach nicht. Es gibt aber auch noch eine andere Theorie, was dieser Stern war. Nicht eine naturwissenschaftliche Theorie. Und diese Theorie bringt uns dann auch zum heutigen Thema. Und zwar nochmals, wenn der Stern ein natürlicher Stern gewesen wäre, dann hätte er sich gegen alle Gesetze der Physik bewegt. Also normalerweise bewegen sich Sterne am Himmel von Osten nach Westen. Das ist der Gang der Sterne über unseren Sternenhimmel. Aber der Stern der Bibel führte die weisen Männer dann von Jerusalem nach Bethlehem. Und das ist nord-südliche Richtung. Also der ist nord-südlich gewandert, dieser Stern. Und das ist physikalisch gar nicht möglich. Und darüber hinaus führte der Stern die weisen Männer an einen genauen Ort und zu einem bestimmten Haus oder zu dem Stall, eben hin zu Jesus. Und so etwas können Sterne nicht machen. So etwas können Himmelskörper, normale Himmelskörper nicht tun.
Und wie gesagt, in der Bibel lesen wir sogar, dass der Stern dann stillstand. Also er bewegte sich dann plötzlich nicht mehr, als er bei Jesus ankam. Wie gesagt, Sterne tun so etwas nicht. Und nun habe ich etwas ganz Spannendes entdeckt, als ich mich da in dieses Thema hineingelesen habe. Und zwar frage ich, könnte es sein, wir wissen es nicht genau, aber könnte es sein, dass dieser erscheinende Stern am Himmel etwas war, was der Prophet Hesekiel Jahrhunderte zuvor verschwinden sah? Also etwas ist verschwunden und nun erscheint es wieder. Eine ganz spannende Theorie. Da wollen wir mal ein bisschen hineintauchen. Ich nehme euch jetzt aber mit auf eine Reise durch die Bibel hindurch. Also wir müssen noch weiter zurück als Hesekiel, aber bei ihm landen wir dann. Wie gesagt, wir müssen früher auch anfangen als Hesekiel, und zwar beim Volk Israel, als Gott sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hatte. Und das wäre spannend. Wir lesen, das ist der Anfang der Geschichte Israels. Und wir lesen dort, dass Gott sein Volk nicht nur aus der Sklaverei befreien wollte, sondern dass er auch unmittelbar in ihrer Mitte wohnen wollte. Das war Gottes Plan. Wir lesen dann folgendes, 2. Mose 25, 8. Und sie, also die Israeliten, sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Hey, Gott möchte unter den Menschen wohnen. Und dann wurde nach Gottes Anweisung, oder, wurde ein Zelt aufgebaut. Wir haben das hier vorne. Und wir kennen dieses Heiligtum unter verschiedenen Namen. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, so das Zelt der Begegnung. Mose begegnete dort Gott. Das Zelt der Offenbarung. Mose hat dort Offenbarungen gekriegt von Gott. Oder auch die Stiftshütte. Es hat verschiedene Namen, dieses Zelt. Und jetzt ist es spannend für das Wohnen hier, dass ich unter ihnen wohne. Das Wohnen hier gibt es einen speziellen Begriff. Das ist noch nicht ein Wort, sondern ein Begriff in der jüdischen Tradition. Oder? Das Wort selbst kommt aber nicht in der Bibel vor. Das Wort heißt Shechina. Habt ihr vielleicht schon mal gehört irgendwoher. Es ist nicht ein Wort aus der Bibel, aber es sagt in der jüdischen Tradition, wenn Gott irgendwo wohnt und sich seine Gegenwart offenbart, dann reden wir von Shechina, von der Gegenwart Gottes, die sich offenbart. Und von der Wurzel her bedeutet das Wort Shechina eben Zelten. Das geht auf die Stiftshütte, auf das Zelt der Begegnung zurück, oder es bedeutet auch Wohnen. Und Nebenbedeutungen von diesem Wort heißt auch Ruhe, Glück, Heil oder auch Heiligkeit und Frieden. Also wo Gott zeltet, wo Gott sein Zelt aufschlägt, dann sind das Auswirkungen davon, dass man Ruhe bekommt, oder? Wir haben das vorher schon gehört, dass man Glück auch erfährt, dass man Heil und Heiligkeit im Leben erfährt oder dass man auch Frieden erfährt. Und das sind ja ganz herrliche Wörter, wenn man das so liest. Und deshalb spricht man auch von der Shechina-Herrlichkeit oder eben einfach von der Herrlichkeit Gottes, ganz einfach zusammengefasst. Ich habe hier auch ein Zelt mitgebracht. So. Das kommt einfach so als. Hey, das geht ganz einfach. So. Hey, das soll uns auch heute Morgen daran erinnern: Gott möchte zelten bei uns. Gott möchte da sein, seine Gegenwart möchte bei uns sein. Und wenn wir von Herrlichkeit Gottes sprechen, das ist ein herrliches Wort, das ist ein großes Wort und das kann ich mit einer Predigt nicht durchnehmen. Ihr müsst das mal googeln, was die Herrlichkeit Gottes alles umfasst. Das ist unglaublich groß und da werden Bücher darüber geschrieben, was denn die Herrlichkeit Gottes ist. Auch etwas, was man nicht ganz fassen kann, was denn die Herrlichkeit Gottes wirklich alles ausmacht. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Herrlichkeit Gottes meint seine Größe. Gott ist so groß. Es meint seine Pracht. Gott ist wunderschön, obwohl ihn ja niemand gesehen hat, oder? Gott ist erhaben, er ist erhaben über alles. Und jetzt ganz wichtig, diese Dinge, wie gesagt, die kann man ja nicht irgendwo fassen. Diese Dinge, diese Größe, diese Herrlichkeit Gottes begegnet uns eben nicht als Person, sondern sie begegnet uns eben als göttliche Manifestation, als göttliche Offenbarung. Das tönt jetzt so komisch, oder? Aber Shechina-Herrlichkeit, dieses Wort wird dann gebraucht, wenn Gott nicht nur einfach da ist,
Oder wenn er nicht einfach nur da ist, sondern wenn sich sein Zelt, wenn sich seine Gegenwart auch offenbaren tut, dann spricht man von der Shechina-Herrlichkeit. Wenn sich seine Gegenwart manifestiert oder irgendwo auch offenbart. Und Gottes Shechina-Herrlichkeit, die zeigte sich ja zum Beispiel, indem er das Volk aus Ägypten herausführt, indem das Meer geteilt wurde. Das war Shechina-Herrlichkeit. Gott war nicht nur einfach da, sondern er offenbarte seine Herrlichkeit, dass er über der Natur steht. Oder das Meer hat sich geteilt, zum Beispiel. Und das ist ja auch ein Bild für das Heil eigentlich, dass die Israeliten befreit wurden. Wir sehen hier, das Heil hat sich so auch gezeigt, schon im Alten Testament. Gott führte das Volk siegreich in Kämpfe gegen andere Nationen, oder? Das war auch wunderbar, wie Gott da eingegriffen hat. Das war seine Shechina-Herrlichkeit, seine offenbarte Gegenwart. Er versorgte die Israeliten mit Nahrung in der Wüste. Stell dir auch vor, am Morgen war da alles Mann am Boden. Wie glücklich muss man da sein, oder? Wenn man Hunger hat, das schenkt Ruhe, oder? Wenn man merkt, hey, Gott versorgt. Das sind so offenbarte Herrlichkeit Gottes. Das sind alles Taten, welche auf seine Herrlichkeit zurückzuführen sind und eben auf das Zelten unter dem Volk zurückzuführen ist. Gott zeltet und er tut etwas. Und Gottes Herrlichkeit im Alten Testament auf der Wüstenreise wohnte eben in einem Zelt. Und nun ein erster spannender Punkt, den ich uns heute sagen möchte oder uns herausfordern möchte. Wir lesen, dass das ganze Volk um das Zelt herum lagerte. Und das zeigt irgendwo auch die Stellung der Gegenwart Gottes und der Herrlichkeit Gottes im Volk. Er war der Mittelpunkt, seine Gegenwart. Seine Offenbarungen waren der Mittelpunkt des Volkes. Jetzt einfach ganz kurz, wie sieht das in unserem Leben aus? Ist Gottes Gegenwart der Mittelpunkt in unserem Leben? Rechnen wir noch mit dem Zelten Gottes in unserem Leben? Ist Gott der Mittelpunkt? Ist Gott der Mittelpunkt in unserer Kirche? Muss ich mich auch immer wieder fragen. Und dann lesen wir, als die Stiftshütte dann fertig war, als sie die Stiftshütte gebaut haben, nahm eben die sichtbare Gegenwart Gottes, die Shechina Gottes, nahm dann Wohnung im Allerheiligsten, im Zelt. Und das ist ganz spannend, wenn wir das lesen. Als Mose eben das Werk vollendet hatte, das erste Mal das Zelt aufgestellt hatte, bedeckte die Wolke das Zelt Gottes und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Zelt, erfüllte es. Das ist auch spannend, oder? Manchmal denken wir, die Wolke ist so die Herrlichkeit Gottes. Aber die Wolke, die das Volk Israel geführt hatte, verdeckte eigentlich die Herrlichkeit Gottes, oder? Die Wolke war nicht die Herrlichkeit Gottes, sondern sie verdeckte die Herrlichkeit Gottes. Wir lesen, dass die Herrlichkeit Gottes so groß, so erhaben, so heilig ist, dass kein Mensch sie wirklich sehen kann. Auch Mose durfte dann nicht mehr ins Zelt, wenn die Herrlichkeit Gottes dieses Zelt wirklich ausfüllte, durfte nicht mal Mose mehr in das Zelt gehen. Die Wolke hat da zugemacht, da darf niemand hineingehen. So heilig ist Gott. Aber alle sahen, Gott ist da, die Wolke war ein Zeichen dafür, Gottes Gegenwart ist da bei uns. Und bei Mose löste dieses Wissen eine Sehnsucht aus. Und er betete zu Gott, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose wusste, Gott ist da. Und sein größter Wunsch war, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und liebe Gemeinde, wir glauben auch, dass Gott da ist. Das glaube ich ganz, ganz fest. Aber die Frage, löst das bei uns auch noch seine Sehnsucht aus nach der Herrlichkeit Gottes? Wann haben wir das letzte Mal gebetet, Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen? Haben wir diese Sehnsucht noch, wie Mose diese Sehnsucht gehabt hatte? Und einfach eine Ermutigung für uns alle, Gott ging auf dieses Gebet ein. Mose hat gebetet und Gott hat geantwortet, er ging auf das ein. Gott ist da und er möchte seine Herrlichkeit zeigen, das glaube ich ganz fest. Und wir lesen dann weiter, dass der Herr ging dann an Mose vorbei.
Mose konnte einen Teil der Herrlichkeit Gottes sehen. Von hinten durfte er die Herrlichkeit Gottes sehen. Von vorne war das nicht erlaubt für ihn. Aber er konnte einen Teil der Herrlichkeit Gottes sehen. Er hat gebetet und Gott ging auf dieses Gebet ein. So heilig ist Gott. Er möchte sich offenbaren. Ja, wir machen nun einen Sprung. Und zwar gehen wir jetzt zu König Salomo. Den kennt ihr vielleicht auch. Viele Jahre später, nachdem die Stiftshütte aufgebaut wurde, hat dann der König Salomo einen Tempel gebaut für die Gegenwart Gottes. Und auch hier, die haben nicht einfach den Tempel aufgestellt und dann war Gott drin. Nein, Gott hat sich offenbart, das Zelten hat sich offenbart unter dem Volk. Das wollen wir mal miteinander lesen, ganz eindrücklich. Und als Salomo gebetet hatte, oder Gott komm und den Tempel geweiht hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Ich möchte noch weiterlesen, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten. Da war so viel Herrlichkeit, dass die Priester nicht hinein durften, eben weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus ganz ausfüllte. Und alle Israeliten sahen das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Hause. Und sie fielen auf ihre Knien mit dem Antlitz zur Erde aufs Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewiglich währt. Amen. Hey, was für ein unglaublicher Moment das war. Sie sahen, Gott ist tatsächlich da. Wir sprechen nicht nur von ihm, sondern er ist wirklich da, seine Gegenwart, das lässt uns umfallen, das lässt uns auf die Knie fallen. Die Herrlichkeit Gottes zeltete im Tempel. Und das dann viele, viele hundert Jahre. Viele hundert Jahre war diese Gegenwart Gottes im Allerheiligsten, im Zentrum. Und sie wandten sich anderen Dingen und sogar anderen Göttern zu. Das ist die Geschichte auch des Volkes Israels. Und was dann passiert ist, sie verschwand still und leise. Hey, die meisten Israeliten haben das gar nicht gemerkt. Die haben sich so dran, eine Klammer auf. Vielleicht ist das auch ein Bild für die geistliche Situation in unserem Land. Es kann auch ein Bild sein für die geistliche Situation in unserem eigenen Leben. Die Israeliten merkten es gar nicht, dass die Herrlichkeit Gottes weg war. Aber der Prophet Hesekiel sah es. Und zwar beschreibt er in einer Vision, ihr müsst das mal lesen, Hesekiel 10, das ist ein ganzes Kapitel, wie die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel geht, zögerlich. Nicht einfach schnell, sie möchte eigentlich bleiben, aber zögerlich geht sie hinaus. Schritt für Schritt hat sich die Herrlichkeit Gottes aus dem Allerheiligsten zurückgezogen. Erst zur Schwelle des Tempels, dann aus dem Tempel durch das Osttor hinaus und dann weiter Richtung Ölberg. Dort ist sie nochmal stehen geblieben und ist dann ganz verschwunden. Hesekiel 10 berichtet davon. Hey, was für eine Tragödie. Die offenbarte Gegenwart Gottes hielt sich nicht mehr in der Mitte seines Volkes auf. Und jetzt wird es eben theologisch, kann man es gar nicht ganz fassen. Wisst ihr, das heißt nicht, dass Gott sein Volk komplett verlassen hatte. Er hat dann auch wieder Nehemia geschickt, er war mit Daniel oder in Babylon und alles und so. Aber seine Shechina-Herrlichkeit, seine offenbarte Gegenwart zog sich zurück aus Israel. Und dann die Zerstörung des Tempels, die dann folgte, und die Eroberung des Landes durch die Babylonier, das waren nur so äußerliche Zeichen des geistlichen Zusammenbruchs, der früher stattgefunden hatte. Aber es gab Hoffnung, schon bald kam wieder Hoffnung hinein. Der Prophet Haggai, der prophezeite zu einem Zeitpunkt, als der Tempel schon zerstört war, der Tempel lag schon am Boden, da prophezeite er, es wird einen neuen Tempel geben. Ich gebe euch Hoffnung und Zukunft. Oder? Er sagt dann, und der neue Tempel wird viel herrlicher sein als der alte, spricht Jahwe, der Allmächtige. Und hier an diesem Ort schenke ich Frieden und Heil. Das sage ich, Jahwe, der Allmächtige, das sage ich euch zu.
Ganz spannend. Und dann tatsächlich, die Israeliten konnten ja zurück nach Israel gehen, von Babylon nach Israel, auch das ist ein Wunder, oder? Und die bauten dann den Tempel wieder auf. Da gab es aber ein Problem. Und zwar, als der Tempel aufgebaut wurde, begannen die Alten, oder diejenigen, die den alten Tempel noch kannten, die begannen zu weinen. Und zwar nicht vor Freude, oder? Die begannen zu weinen, laut zu weinen, lesen wir. Warum? Weil der zweite Tempel so klein war im Gegensatz zum ersten Tempel. Er sollte doch viel herrlicher werden, aber er war viel, viel kleiner, als der Tempel, den Salomo gebaut hatte. Wir haben einen herrlicheren Tempel erwartet und jetzt so ein kleines Ding. Und dann gab es nochmals noch ein größeres Problem in dem Ganzen drin. Feuer vom Himmel. Es kam keine Wolke, es gab keine Shechina-Herrlichkeit, als der zweite Tempel eingeweiht wurde. Gott hat zwar dem Volk Gottes, den Israeliten, das Land gnädig zurückgegeben, doch er zeltete offenbar nicht mehr unter ihnen. Und wir lesen deshalb auch von diesem Zeitpunkt an, wir lesen von keinen Zeichen und Wundern mehr. Und die Zeit der großen Propheten war vorbei. Irgendwie sehr eindrücklich. Und seit diesem Moment wartete Israel auch auf die Rückkehr der Herrlichkeit Gottes. Sie brachten das auch mit dem Messias zusammen, oder? Und ich denke, ich weiß es nicht, das lesen wir nicht, aber ich kann mir vorstellen, manch frommer Jude, der betete vermutlich auch das Gebet Mose: Herr, zeig uns wieder deine Herrlichkeit, lass uns deine Herrlichkeit wieder sehen. Denn sie war nicht mehr da. Und hier kehren wir jetzt zum Stern von Bethlehem zurück. Hesekiel hat gesehen, wie sich die Herrlichkeit Gottes Schritt für Schritt zurückgezogen hatte und dann im Himmel verschwunden ist. Und nun ist es doch interessant, am Himmel erscheint wieder ein herrliches Licht. Und ein beweglicher Stern, der führt die Heiden Schritt für Schritt zu Jesus hin. Ein spannender Gedanke. Könnte es sein, dass die Sterndeuter die verschwundene Shechina-Herrlichkeit Gottes zurückkehren sahen nach Israel? Es könnte sein. Bei den Hirten zumindest wird uns bestätigt, dass die Herrlichkeit Gottes nach Hunderten von Jahren wieder zurück ist. Lukas 2,9, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete die Hirten. Da kommt dieser Begriff erstmals wieder vor. Die Herrlichkeit kommt zurück. Und dann lesen wir ja Johannes, der Jünger von Jesus, der schreibt dann im Johannes 1,14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wortwörtlich heißt es dort, er schlug das Zelt wieder auf bei uns. Und wisst ihr was, die Juden, die verstehen, was das bedeutet. Gott zeltet wieder unter den Menschen. Da beginnt etwas, die Sehnsucht wird wieder gestillt. Gott zeltet wieder unter uns. Das, was Jahrhunderte nicht mehr der Fall war, passierte jetzt offenbar mit Jesus. Er zeltet wieder, also Gott zeltet wieder unter den Menschen. Und die Herrlichkeit Gottes kommt zurück, nicht in den Tempel, die Herrlichkeit Gottes kommt zurück, anders als gedacht, nicht verborgen in einer Wolke oder eben hinter den Mauern eines Tempels, sondern in einem Körper aus Fleisch und Blut. In Jesus Christus kommt die Herrlichkeit Gottes zurück auf diese Erde. Wer Jesus begegnete, wenn wir dann lesen, oder? Wer Jesus begegnete der Herrlichkeit Gottes. Und das bedeutet ja nicht, dass Jesus so herrlich aussah. Wir wissen es nicht. Ich denke, Jesus war ein schöner Mann, aber das wissen wir einfach nicht, oder? Es geht ja nicht um das, wie gesagt, schon am Anfang, es geht nicht um das Aussehen einer Person oder was auch immer. Aber die Taten, die Jesus getan hat, die wiesen auf die Shechina-Herrlichkeit Gottes hin. Das erste Mal sehen wir das, als Jesus Wasser zu Wein machte. Hey, dort lesen wir explizit, er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit, Johannes 2,11.
Da passierte wieder etwas, da offenbart sich Gott und seine Herrlichkeit. Und dann lesen wir, Jesus heilte und er tröstete, er ermutigte, er stärkte das Schwache und er verkündete das Evangelium, das Heil Gottes. Er sagte zum Beispiel dann, wer zu mir kommt, dem gebe ich Ruhe. Ein Ausdruck von der Shechina-Herrlichkeit. Er sagt, ich schenke euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Das kann nur die Shechina-Herrlichkeit tun. Wer Jesus begegnete und sich auf ihn einließ, fand das wahre Glück. Ich habe da immer die Bibelstellen dazu, könnt ihr nachschauen. Wir finden all diese Wörter im Evangelium drin. Und wie gesagt, sein Werk am Kreuz bringt uns heil, macht uns zu Heiligen Gottes. Das sind ganz klar Auswirkungen der Shechina-Herrlichkeit, die durch Jesus Christus zurückgekommen ist. Die Shechina-Herrlichkeit ist wieder da. Und dann nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, das war ja nur eine kurze Zeit, dass sie da war, also dass Jesus auf dieser Welt war, begann nochmal ein neues Zeitalter. Und zwar das Zeitalter des Heiligen Geistes. Herrn Pfingsten fiel der Heilige Geist auf die Nachfolger von Jesus Christus. Und die Zeichen entsprechen der Shechina Gottes. Die Zeichen entsprechen eigentlich dem, was beim Tempel von Salomo passiert ist. Der Feuer kam vom Himmel. Die Leute hatten Feuer auf ihren Köpfen. Und dann geschahen fantastische Dinge. Petrus hatte seine erste Predigt und 3000 Leute kamen zum Glauben. Unglaublich, oder? Die Nachfolger von Jesus erhielten Mut. Sie erlebten göttliche Führung und Leitung. Und sie hatten so eine Leidenschaft für Gott, so dieses Glück. Sie freuten sich, sie waren sogar bereit, für ihren Jesus zu sterben. Die Herrlichkeit Gottes in Aktion. Und die Frage ist, begreifen wir, was da eigentlich passierte? Die Herrlichkeit Gottes zeltet in einem neuen Tempel. Und zwar in den Menschen. Gott zeltet in den Menschen. Und das heißt, die Herrlichkeit Gottes oder die Herrlichkeit des neuen Tempels ist tatsächlich größer als früher. Sie ist nicht mehr auf einen Tempel beschränkt, sondern auf viele Tempel ist die Herrlichkeit Gottes beschränkt. Sie breitet sich aus durch menschliche Tempel auf der ganzen Welt. Versteht, das ist ein schwieriger Gedanke. So dieses Zelt, Jesus zeltet in uns drin, er schlägt die Zelte auf in unseren Herzen. Ist so schwierig zum Begreifen und irgendwie bleibt es auch ein Geheimnis. Aber Paulus spricht genau über dieses Geheimnis, indem er sagt, wie lautet das Geheimnis? Ja, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Weil Jesus in uns zeltet, können wir Hoffnung haben, dass sich die Herrlichkeit Gottes auch in unserem Leben zeigt. Nicht, weil wir tolle Christen sind, nein, weil Christus in uns ist, weil er zeltet, kann sich die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Und wie gesagt, weil Jesus in uns lebt, dürfen wir auch mit Mose beten, Herr, zeig du uns deine Herrlichkeit. Und wir dürfen tatsächlich darauf hoffen, sagt Paulus. Lass uns das wieder neu beten. Herr, zeig uns deine Herrlichkeit. Jetzt, was kann das für uns bedeuten? Das sind ja tolle Worte. Wo war ich auch? Irgendwo in Afrika, genau. Und dann und dort hat es auch so Tempel gehabt von Hindu-Göttern. Und da ging man hinein und alles zeigte ja, wem dieser Tempel gehört. Und versteht ihr, nun zeltet ja Jesus in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, sagt auch Paulus. Oder? Und das bedeutet ja eigentlich auch, dass wir mit unserem ganzen Leben sollen wir Gott die Ehre geben und wir sollen auf ihn hinweisen. Wir sind der Tempel. Und übrigens, genau das hat ja auch der Stern gemacht. Er hat auf Jesus hingewiesen, auf den Herr der Herrlichkeit. Und jetzt frage ich an uns alle, wie sieht das zum Beispiel an unserem Arbeitsplatz aus? Wie sieht das in der Schule aus? Oder wie sieht das in unseren Familien aus? Mitnehmen. Und versteht mich, das ist auch nicht einfach.
Das fordert uns irgendwo heraus. Aber lass uns mit dem zweiten Punkt noch schauen, wie kann es denn gelingen, dass diese Herrlichkeit auch immer mehr Raum bekommt in uns? Das ist der zweite Punkt. Lass uns wieder neu beten, Herr, zeig du uns deine Herrlichkeit. Und dieser Vers sagt, 2. Korinther 3, 18, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und wir spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns und durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Es ist so krass, wie oft die Bibel über die Herrlichkeit Gottes spricht. Ihr müsst einmal durchgehen. Also das ist ein großes Thema. Und was ich mit dem sagen möchte, obwohl Jesus nun in uns zeltet, seine Zelte in unserem Herzen aufgeschlagen hat, ist es geistlich gesehen noch immer ganz wichtig, dass du und ich, dass wir ins Zelt der Begegnung hineingehen. Dass wir Begegnungen mit Gott suchen. Und das hat ja genau Jesus auch geschaffen, weil durch Jesus haben wir freien Zugang zu Gott. Wir können frei mit ihm Begegnung haben. Christus in uns, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und indem wir Gott anschauen, werden wir immer mehr Anteil bekommen an seiner Herrlichkeit. Und wir werden Gott immer mehr widerspiegeln. Hey, wir lesen nicht die Bibel und wir beten nicht, damit wir Gott befriedigen. Nein, wir lesen das für uns, damit wir, hey, wenn wir das anschauen, das wird uns verändern, dass wir Gottes Herrlichkeit in unser Leben hineinspiegeln. Das ist Wahrheit. Wir können Gott begegnen im Gebet. Und beten kann man immer und überall, weil ja Jesus in uns zeltet, oder? Wir können immer im Auto bete ich sehr gerne. Das ist so meine Gebetszeit. Oder wenn ich am Spazieren bin oder so. Oder auch als Gemeinde. Hey, einmal im Monat Abenteuergebet. Da wollen wir uns eben auf dieses Abenteuer auch einlassen. Wir wollen Gott begegnen. Und wie gesagt, nicht, weil eine Gemeinde einfach betet. Ja, das stimmt schon. Als Gemeinde sollen wir beten. Aber Abenteuergebet heißt, wir wollen mehr von Gottes Herrlichkeit erfahren. Und liebe Gemeinde, das ist ein Abenteuer. Dann wird der Glaube auch spannend, wenn wir mehr von seiner Herrlichkeit auch erfahren. Komm doch auch mal ins Abenteuergebet. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hat. Hey, das hat Kraft drin. Und wir haben diese Woche Live-Lounge gehabt. Und wisst ihr, da haben wir auch gebetet und einige Leute haben Jesus in ihr Leben hineingelassen. Jesus hat seine Zelte in ihren Herzen aufgeschlagen und da haben Leute gestrahlt danach. Das ist unbeschreiblich, wenn man sieht, was passiert, wenn Leute Gott begegnen, da legt sich sein Glanz auch auf die Gesichter, das kann man sehen. Das ist ja die offenbarte Herrlichkeit Gottes und ich freue mich immer, wenn wir das erleben dürfen. Auch hier, immer wieder gibt es so Momente, wo wir das erleben dürfen. Gottes Herrlichkeit färbt ab, wenn wir ihm begegnen. Wir übernehmen immer mehr seine Herrlichkeit. Amen. Und wie gesagt, lass uns dies zu unserer Sehnsucht und zu unserem Gebet machen. Herr, zeig du uns deine Herrlichkeit. Herr, zeig du uns deine Herrlichkeit. Lass uns die Herrlichkeit Gottes in den Mittelpunkt stellen, wie das Volk Israel zu Beginn ihrer Wüstenreise. Und es ist schon auch wichtig, dass wir darüber diskutieren, welche Lieder wir singen hier. Ob es gut ist, ein Sofa auf der Bühne zu haben oder nicht. Das ist auch wichtig. Und manchmal müssen wir über solche Dinge sprechen. Aber lass uns auch wieder vermehrt über die Herrlichkeit Gottes sprechen. Wo manifestiert sich die in unserer Kirche? Das soll unser Wunsch sein und soll unser Mittelpunkt sein. Gott im Zentrum. Und damit das geschieht, dass Gottes Herrlichkeit im Zentrum steht, da bin ich als Pastor verantwortlich. Und das ist die Gemeindeleitung verantwortlich. Und da bist auch du verantwortlich. Wir alle sind ein Tempel. Und gemeinsam sind wir ein großer Tempel für die Herrlichkeit Gottes. Und die Zeichen seiner Herrlichkeit sind so vielfältig. Das Volk Israel erlebte Führung, Befreiung, Versorgung und Heilung. Und das dürfen auch wir erfahren. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und dort, wo Jesus zeltet, dort ist Ruhe, Frieden, Glück und Heil
verheißen. Auch in den Stürmen des Lebens. Wisst ihr, das heißt nicht, dass alles gut ist. Wir haben kein Wohlstandsevangelium. Aber wir haben einen Gott, der sich genau da offenbaren möchte. Der genau da seine Shechina-Herrlichkeit auch ausbreiten möchte. Und die Herrlichkeit Gottes zeigt sich auch durch die ganze Bibel hindurch in seiner Kraft. Also eigentlich, wenn wir bibeltreu sein wollen, dann sind auch Zeichen und Wunder, die gehören dazu, liebe Gemeinde. Lasst uns dafür wieder beten, dass Gott seine Herrlichkeit auch offenbart, hier unter uns, in deinem, in meinem Leben, im Leben dieser Gemeinde und über die Grenzen hinaus. Amen. Und ich möchte noch beten, aber lass uns auch gemeinsam als Gemeinde beten, wenn ihr das auch wollt. Einfach, Herr, zeig du uns deine Herrlichkeit. Lass uns aufstehen, wie Mose. Hinstehen und Gott zeigt uns seine Herrlichkeit. Und dann werden wir in einen Lobpreisteil einsteigen mit unserer Teenie-Band. Ich freue mich sehr, dass das Lob aus den Kindern von den Teenagern kommt. Ich freue mich sehr, mit euch zu singen. Und lasst uns einfach beten, Herr, zeigt uns seine Herrlichkeit und dann in ein Lob einsteigen. Herr, zeig du uns deine Herrlichkeit. Und vergib uns, wenn es um alles andere ging, als um deine Herrlichkeit. Und so bitten wir dich, begegne uns, Herr. Wir brauchen deine Herrlichkeit. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen, dass sie nicht da ist, sondern wir wollen uns neu ausstrecken. Herr, zelte du unter uns. Zelte du in dieser Gemeinde und offenbare du deine Herrlichkeit. Danke, Jesus. Und begegne du uns jetzt im Lobpreis. Wir wollen dich anbeten, deine Herrlichkeit anbeten, aber deine Herrlichkeit auch sehen. Amen.